wieder mit Isabel Edwardsen. Isabel, ja. Du hast ja schon öfter bewiesen, dass es dir nicht schwerfällt, eklige Dinge vor der Kamera zu tun. Und jetzt zurückblickend, was ist dir schwerer gefallen? Die Aalschleimdusche oder das Tanzen mit Wayne Carpendale? Die Aalschleimdusche. Ja? Schon ein bisschen, ja? Ja. Er war schon ziemlich eklig. War das knapp? Oder? Was ist das denn für eine Frage? Also, wir bleiben jetzt beim Aalschleimdusche. Also, ja, das war ziemlich eklig, ja. Aber währenddessen habe ich gar nichts gedacht. Also, ich habe nur gedacht, so. Also, ich habe ja, gar warum, nichts warum auch bei der Aalschleimdusche auf einmal damit anfangen? Na, jetzt. Und gibt es irgendwelche Geheimnisse aus dem Lager, aus dem Dschungel? Irgendwas, was wir nicht gesehen haben im Fernsehen, was sie uns nicht gezeigt haben, was sie uns vorenthalten haben? Also wir haben echt darüber gesprochen, Mann, oh Mann, wir sind doch viel zu langweilig. Das war wirklich so. Das ist wirklich nicht so viel passiert. Also ich glaube, in den anderen beiden Staffeln war das Zickenkrieg ohne Ende, aber bei uns war das ziemlich ruhig. Und hat sich Ross zum Beispiel auch mal einen runtergeholt nachts? Hat man sowas mitgekriegt? So? Ist man so, Also ich konnte gut schlafen nackt, also ich habe nichts mitbekommen. Nee? Nein. Oder manchmal, wenn man viel Tagesfreizeit hat, macht man es ja auch tagsüber. Also du darfst gerne Ross fragen. Also. Ja, wird der mir ja nicht sagen, aber du könntest ja. Also, oder die anderen irgendwie. Also, nee, ich habe natürlich es gab ja viele gesehen. Aufnahmen, es wurden ja mal Aufnahmen aneinander geschnitten, wo alle Männer ihre Hand in der Hose hatten. Ja. Aber hast du nichts mitbekommen? Nee. Und Michaela Schaffrath und der Dings hier, der Torhüter, war das so irgendwie? Eike. Eike, genau. Also das war wirklich auch nichts. Also der muss auch dem lieber selbst fragen. Aber das war, mein Gott, wir hatten da 24 Stunden miteinander. Klar sitzt man und spricht jeder mal so miteinander alleine, klar. Ja, klar. Und die waren jetzt nicht öfter zusammen als Eike mit Barbara oder. Also oder so dargestellt durch den Schnitt quasi. Also ich weiß jetzt das Ganze nicht. Ich habe ja auch nicht und alles. Und jetzt mal ganz ehrlich, eine Frage. Bata Ilic. Ja. Hat der noch Puls? Ist das? Ja, aber so ungefähr. Vielleicht in 3 Sekunden. Ja, der war ganz süß. Ja, ja. Ich habe auch nur 2 Sachen gemacht. Mit dem Mund auf. Ja, ich glaube, er betreibt ein bisschen, aber... Ja? Ja. Oder war er dann, wurde es auch noch zusammengeschnitten, er war in Wirklichkeit total wirr und wild und Nee, also Bata war schon ziemlich ruhig die ganze Zeit. Hast du dich von jemandem ein bisschen belästigt gefühlt, dass dir jemand ein bisschen nachgestellt hätte oder ein bisschen knickknack? Nein. Mein Gott, nee, das ist alles gar nicht schlimm. Nein? Ich fand die ganze Geschichte in sich war wirklich auszuhalten. War okay, ja? Ja? Ja. Die Aalschleimdusche, okay, könnte man darauf verzichten, aber dafür hat man das Madenbad, ja, ne? Neues aus Maden-Maden. Ja, oder so Rassen und so, das ist alles ganz gut. Nein, aber das war wirklich, wirklich auszuhalten. Das war natürlich Natur pur. Und, ja, meinst du jetzt aber nicht... ich hätte ja auch Ratten, mein Wellnessprüfung. Meinst du jetzt nicht DJ Tomek? Nee. Ja, klar, okay.